Ich lasse mir das jetzt echt übertrieben gut gehen nach meinen Fastenzeiten. Ich muss mein Gewicht ja wieder draufkriegen. Oh, saftig. Achmed auch wieder Diätmodus oder was? Ja, Mann, du sagst Gewicht draufkriegen, da bin ich doch der beste Partner. Leute, ich habe mal wieder eine mega Idee gehabt. Es wird ein neues Kochduell geben. Ich habe hier im Ratskeller mal eben kurz ein bisschen Connection geknüpft, wo ich eben essen war. Das, ich habe eine Vision. Das wird ein Kochduell geben. Ich habe hier den Koch am Start. Oh, jetzt war es zu dämlich. Der Kim ist da. Kim wird vernichtet. Kim, aber du musst dir sicher sein, wenn du danach Insolvenz anmelden musst, dann ist das nicht meine Schuld. Du kannst mich nicht anklagen danach. Werden wir sehen. Und folgendes, Leute. Das Rap-Video, es ist nicht in Vergessenheit geraten. Es ist schon fertig. Mein Rap-Video ist schon fertig. Ich mache ja so ein Battle-Rap gegen Alibaba. Der einzig wahre Achmed hat es aufgenommen. Es ist mega heftig geworden. Mega heftig. Ich warte jetzt nur noch auf den Alibaba, dass der sein Video auch fertig macht. Aber es sollte spätestens übernächstes Wochenende gibt es auch den großen Rap-Battle, wo ich Alibaba vernichte. Die in Deutschland, da parkt man vernünftig. Da hat alles seine Ordnung. Die Jungs wollen, dass ich Instagram-Story mache. Guckt euch den Gangster an hier. Ich wäre auch ein guter Taxifahrer, Leute. Wisst ihr das? Das wird mir richtig Spaß machen. Die alten Leute, die würden mich lieben. Immer hier Tür auf, Tür zu. Ich würde alles für die machen. Stammkunde bin ich. Stammkunde bei Holle, wenn der Taxi-Unternehmer wäre. Jetzt wisst ihr, was das nächste YouTube-Video wird. Holle, der Taxi-Driver. Und du musst mir dein Auto klar machen, Kollege. Also, boah, fast gemault. So, die Taxi-Driver-Idee, das schmeckt mir irgendwie. Ich habe mir gerade schon, ich habe ja dann immer so meine Vision. Und ich stelle mir auch richtig schön vor, wenn ich dann so Taxifahrer bin, dann stelle ich den Gästen immer dumme Fragen. Und die eine Frage, die würde ich jedem Gast stellen, und das wäre, hast du schon mal Mutter gefickt? Das wäre die Frage, die würde ich jedem stellen. So ein bisschen Smalltalk muss sein, ein bisschen Smalltalk. Wenn ihr euch fragt, was ich mache, ich spaziere einfach durch die Gegend, genieße das geile Wetter. Jetzt ist die Sonne mal kurz verschwunden, aber ich spaziere durch die Süd. Oh, zu wieder. Mehmet steht da hinten. Habe ich eben auch schon gesehen. Und ich frage mich die ganze Zeit, ne? Die ganzen kleinen Kinder gehen jetzt von der Schule. Wie lange haben die denn Schule heutzutage? Also wir haben spätestens Viertel nach einen Schluss gehabt früher. Es ist ja echt, also die Welt wird immer trauriger und schlechter.